Ich beginne meinen Tag heute in Stur. Mehr als 33.000 Menschen leben hier. Fast jeder Vierte hat seinen Arbeitsort in Bremen. Ich möchte wissen, wie genau kommen die Pendler und Pendlerinnen in die Stadt? Auto. Warum? Zur Arbeit würde ich muss nach Huchting, würde ich ganz schlecht kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Man ist schneller mit dem Auto. Das ist für mich einfach der einfachste Weg, weil auch keine Anbindung da ist, mich ins Auto zu setzen. Ich möchte nun selbst herausfinden, ist es wirklich so schwer, von hier aus ins Zentrum zum Bremer Hauptbahnhof zu kommen? Ich habe zum einen Glück, weil der Bus schon in 5 Minuten kommt und hier nur jede 30 Minuten fährt, laut Plan. Pech habe ich aber, weil ich schon eine Station vor der Endstation, vor der eigentlichen Endstation, aussteigen muss. Laut Plan ist für diesen Bus nach Brinkum, wo ich umsteigen muss, schon eine Station früher Schluss. Noch ahne ich nicht, was das bedeutet. In Bremen ist besonders das Auto großer Streitpunkt. Sie fahren immer aggressiver. Und mittlerweile denke ich mir, können Sie das eigentlich besser machen, indem Sie halt weniger Auto fahren und mehr mit dem Fahrrad. Ich finde es traurig, dass man so diskriminiert wird als Autofahrer. Finde ich nicht gut. Die achten da überhaupt nicht drauf, wenn ich mit dem Kind über den großen Zebrastreifen gehe. Die fahren einfach drauf los. Vollgas will die Stadt auch in puncto Klimaschutz geben. Bis 2050, so das Ziel, sollen die Treibhausgasemissionen um 80-95% reduziert werden. Aber wie soll das mit so vielen Autos funktionieren? Die regierende SPD will in ihrem Wahlprogramm in Zukunft vor allem die Infrastruktur für Elektroautos ausbauen. Quartiersgaragen für Pkw, aber auch Fahrräder und E-Roller sollen Autos zumindest aus dem Stadtbild verschwinden lassen. Auch die CDU plant solche Garagen. Ganz weg sollen die Autos aber nicht. Aufgesetztes Parken soll zum Teil erlaubt und Bewohnerparkzonen eingeführt werden. Die Grünen wollen bis 2038 2/3 weniger Kraftfahrzeuge zulassen. Bis 2030 soll die Innenstadt außerdem komplett autofrei werden. In weiteren Stadtteilen sollen mehr Tempo-30-Zonen kommen. Eine autofreie Innenstadt und Tempo 30 sogar für die ganze Stadt plant die Linke. In ganz Bremen sollen zukünftig außerdem nur noch Anwohner parken dürfen. Neben den Taxis auch private Fahrer des Unternehmens Uber in Bremen, ein Ausbau des Park-and-Ride-Systems und Quartiersgaragen, aber keine Reduzierung von Autos, fordert die FDP. Die Bürger in Wut wollen Autos sogar fördern. Aber wieso eigentlich Auto, wenn man auch ganz umweltfreundlich mit dem Rad fahren kann? Ist das nicht eine gute Alternative? Teilweise sehr schlecht, weil die Wege ganz unmöglich sind durch Wurzelbefall oder viel zu eng sind. Ich komme gut in maximal einer Dreiviertelstunde vom einen Ende der Stadt zum anderen. Ich finde, die Fahrradstraßen sind sehr fahrradfreundlich und die finde ich auch sehr sinnvoll. Häufig kommt mir so ein bisschen Kopfsteinpflaster über den Weg und das ist doch irgendwie nervig. Genau, also würde ich sagen, ist noch ausbaufähig. Fahrradwege ausbauen und in allen Stadtteilen schaffen, das möchte auch die SPD. Außerdem sind Fahrradbrücken über die Weser gewollt. Das plant auch die CDU. Zusätzlich soll ein Förderprogramm für Lastenräder aufgesetzt werden. Die Grünen wollen sich für einen massiven Ausbau der gesamten Fahrradinfrastruktur einsetzen. Dazu gehören auch sogenannte Protected Bike Lanes, also gesicherte Fahrradwege auf den Hauptverkehrsstraßen und noch mehr verkehrsberuhigte Fahrradstraßen. Bei den Linken setzt man auf den Ausbau der Fahrradinfrastruktur. Sie wollen dabei aber besonders innenstadtferne Stadtteile berücksichtigen. Außerdem fordern sie eine permanente Ermittlungsgruppe gegen Fahrraddiebstahl bei der Polizei. Die FDP setzt auf die Sanierung und Instandhaltung von Fahrradwegen. Bei den Bürgern in Wut kommt das Fahrrad im Wahlprogramm nicht vor. Für alle, für die weder Autos noch Fahrräder in Frage kommen, bleibt dann ja noch der Fußweg oder der Nahverkehr. Aber auch der gleicht in Bremen einer Baustelle, sagt Verkehrsexperte Carsten Müller. Das Problem an dem bremischen ÖPNV ist, dass das, was in der Stadt entwickelt wird, deutlich schneller ist als die Weiterentwicklung des ÖPNV-Netzes, denn dieses ÖPNV-Netz basiert hauptsächlich auf Straßenbahnen. Straßenbahnen sind ein relativ teures Verkehrsmittel, das auch lange braucht, bis es gebaut werden kann. Neben dem Ausbau der Straßenbahn, den fast alle Parteien forcieren, setzt die SPD auf eine höhere Taktung bei Bussen und Bahnen. Außerdem soll in Zukunft jeder Bremer und jede Bremerin kostenfrei mit dem Nahverkehr fahren dürfen. Die CDU setzt den Fokus auf den Ausbau des ÖPNV in nicht angebundenen Quartieren.
Unternehmer sollen ihren Mitarbeitern ein Jobticket anbieten, sagen die Grünen. Außerdem sollen im ausgebauten ÖPNV nur noch Elektrobusse fahren. Die Linke will den ÖPNV schon bis zum 1. Juni 2024 sogar ganz kostenlos machen, die S-Bahn ausbauen und Schnelllinien einführen. Bei der FDP soll der Ausbau des ÖPNV in Bremen-Nord vorangetrieben werden. Der ökologisch wünschenswerte Umstieg auf den öffentlichen Personennahverkehr ist aus Kapazitätsgründen nur begrenzt möglich, heißt es bei den Bürgern in Wut. Nachdem ich in Brinkum 15 Minuten zur nächsten Bushaltestelle laufen musste, bin ich nun auch endlich am Bremer Hauptbahnhof angekommen, ernüchtert. Dass die Menschen aus dem Bremer Umland und vor allen Dingen aus Stur mit dem Auto nach Bremen reinfahren, kann ich mittlerweile sehr gut verstehen. Denn ich habe für die Strecke Stur-Bremen Hauptbahnhof insgesamt 1 Stunde und 12 Minuten gebraucht. Das ist eine Strecke, die mit dem Auto innerhalb von einer Viertelstunde zu schaffen ist. Laut einer Studie wünschen sich 72% in Bremen aber die Verkehrswende und eine Stärkung von Fuß-, Rad- und Nahverkehr. Für die neue Regierung und egal welche Partei ist danach der Wahl für die Bremer und Bremerinnen, aber auch die Menschen aus Niedersachsen, also noch viel zu tun. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.